Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Der Chroma Key ist kacke geworden. Wieso ist das so? Weil du dich bewegt hast. Na, sieht man das? Siehst du, das sieht man. Warte mal kurz ein bisschen dran. Die Stelle ist es. Ja, das Licht hat sich verändert tatsächlich. Kannst du mal kurz eben vielleicht das normale Licht anmachen? Die neue Beleuchtung, die normale. Und vielleicht einfach das Fenster zumachen. So, ich fange auf jeden Fall hier schon mal an. Ja, wir machen hier weiter bei Minikraft und ich hau hier gerade mal kurz einen Schlendermann. Schlendermann, erscheine! Da hau ich dir auf die Beine. Alter, ist das eine Gangbang-Party da drüben? Was ist denn hier los, ey, Freunde? Okay. Jetzt ist es ruhig geworden hier drüben im Land der Heiligen. Ja, guck dir gleich einfach den Anfang von der letzten Episode an, dann weißt du, was passiert ist. Was ist das Rote da hinten? Guck mal auf die Minimap. Siehst du die Markierung? Was ist das? Kaninchen? Ich sehe hier noch nichts. Okay, er hat den Block wieder. Ah, okay. Das heißt also, die platzieren die Blöcke auch wieder. Irgendwo. Ich habe Angst. Es folgt mir. Hörst du das Piepen? Ja. Fledermaus. Ah, Das ist das Piepen der Fledermäuse. Pass auf, dass er dich nicht runterwirft. hier, komm her. Komm her. Der hat die Karotten. Ja, ich hab's gesehen. Down. Sehr schön. Setz die Karotte, setz die Karotte. Boah, diese Sounds, ne? Boah, da bist du richtig plübbelt, wärst du dabei. Ich kann mich noch daran erinnern, wie uns auf unserer eigenen Map der erste Enderman angegriffen hat. Und wir nicht wussten, was es ist. Ich guck mal kurz hier drunter. Explodierende Fledermäuse. Unpraktisch. Interessant. Ja gut, aber Blockschaden ist ja zum Glück aus, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ja gut, wir können hier drüben wieder weitermachen. Ich habe noch ein bisschen Grow-mich-schnell-Material. Ich mache mal hier eben schnell den Baum. Jawohl, perfekt. Und dann muss ich hier drüben mal wieder. Der hat schon wieder Erde geklaut. Da hinten das Ding steht ja zum Glück noch. Aber wir müssen echt aufpassen hier. Am besten müssen wir, wenn es dunkel wird, erstmal die Erdblöcke hier wieder abbauen, weil ansonsten haben wir bald keine mehr. Das wäre ganz schlecht. Mann, Mann, Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war deine Krug. Okay. Erde ist hier nicht drin. Okay. Ich habe wieder relativ viel Fleisch bekommen. Cool. Die Gammelfleischparade gerade hat also doch was Gutes gehabt. Das tun wir jetzt hier erstmal alles raus hier. So. Das lasse ich mal, dann mache ich hier nochmal ein bisschen Erde gerade wieder nach. So, perfekt. Voll. So voll, ne? Ja, ist kompostiert. Und dann komme ich dir da mal helfen. Ach, Mist, jetzt habe ich hier natürlich nicht gesetzt. Wenn du ein Setzling hast, dann platziere ihn am besten direkt. Oder hast du zwei? Ah, sehr gut.
Eigentlich müssen wir den großen Baum da drüben auch machen. Einfach, damit wir vielleicht ein bisschen Zeug kriegen. Aber andersrum, der ist eigentlich schön da. Ich möchte den behalten. Ich war so frei und habe da auch nochmal direkt wieder einen gesetzt. Und hier mache ich auch direkt einen hin. Hast du gerade genug Setzdinge schon oder gar nicht? Ich gehe mal gucken. 14 Stück. Ich gehe mal gucken, ob das Ding für die. Ah, super, dann können wir gleich wieder weitermachen. Okay, die Erde ist fertig, super. Ist das fertig? Nee. 71%, aber es wächst. Es wächst und gedeiht. Wie schön. Bleib hier mit einem, bitte. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Welchen soll ich wachsen lassen? Mir egal. Also alle. Das sind jetzt aber die letzten, würde ich sagen, wo wir nachhelfen mit dem Knochenmehl. So, zwei Stück noch fertig. Okay, guck mal. Aber vielleicht brauchen wir das noch ein bisschen dringender für Essen. Die Dinger wachsen ja auch von alleine irgendwann. Ups. Da hättest du fast die Axt ins Gesicht gekriegt. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Ich sehe jetzt gerade den Zustand von der Axt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt sehe ich sie. Okay, das könnte besser sein, aber es geht. Ich mache die Plattform noch hier mal ein bisschen weiter. Können wir vielleicht noch ein paar mehr Bäume anpflanzen. Ich hoffe, das Feuer auch ausgestellt ist. Das wäre sonst auch ein bisschen blöd, wenn man so eine Holzplattform baut, weißt du? So. Ja. Da ist was kaputt gegangen. Ja, die zweite Krug. Machst du ja immer direkt einen Schwung, denke ich mal, ne? Kaufst du die beim Sixpack? Mhm. Sind die günstiger? Mhm. Ah, okay. Da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Perfekt. Und die Plattform nimmt Form an, allerdings braucht man da noch ein bisschen was. So, zack. Ich verhau die jetzt mit dem Würmchen. Machen Sie mal. Hast du Äpfel rausbekommen aus dem Baum? Ah, zwei. Ja, vielleicht ist das ja wirklich so ein bisschen prozentual. Da ist gerade ein Apfel rausgefallen übrigens. Und noch ein Apfel. Das kommt wegen dem Würmchen vielleicht. Weil Würmer und Äpfel, die kennen sich, also die kennen sich ja klar. Persönlich sogar. Mit Vor- und Nachnamen und nächster Verwandtschaft. Ja, natürlich. Aber ich habe nochmal 7 Setzdinge. Da können wir nochmal Erde machen. Hast du schon 12. Ah, perfekt. Da können wir richtig. Können wir ordentlich was machen. Vielleicht sollten wir uns langsam so ein zweites Ding hier hinstellen. Ich glaube, ich baue mal schnell einen zweiten, wa? Okay. Ja, es kostet ja nichts. Nichts Großartiges zumindest. Das war mit einer Slab in der Mitte. Kannst du mal ganz kurz eben die Slab hier reintun? Eine Holzslab. Oder ich mach's selber. Ich bin gerade verwirrt, sorry. Hier unten drin. Hier. Das bleibt ja drin. Da nimmt es nie automatisch raus. Das bleibt. So. Tief! Ah, ich nehme das hier einfach. Oder tu. Genau. Dankeschön. Hast du die Erde hingetan? In die Kiste. In welche Kiste? In keine Kiste. Verscheißert die mich hier auch noch? Ja. Okay, dann siebe ich das hier nochmal schnell durch jetzt einmal. Und. Komm, 4. Jawohl, 4. Aber das reicht. Wie viel? 6 Stück brauchte ich, ne? Cobbles. Das heißt noch 2 weitere. Na, da haben wir es ja bald. Hast du jetzt eigentlich die Zombies getötet? Nein. Hm, okay. Mir fehlt immer noch einer. Ein einziger. Hättest du mal heute Nacht rausgehen sollen, ne? Ich mag Nächte nicht. Nicht? Die langen Nächte magst du nicht so gerne. Ich baue hier mal ein bisschen weiter das Clay-Zeug ab. So, das können wir.
wir hier auch weiter wegnehmen, damit wir hier auch eine Stufe schon mal weniger dann wieder haben. Was sagt die Erde? Entwicklungsstadium abgeschlossen. Das heißt, es ist fertig. Ja. Könnte man meinen. Ja, dann schmeiß es mal in das Sieb rein. Okay. Mit rechts war es durch sieben, ne? Genau. Aber erstmal eins, bitte. Wobei, zwei Stück brauchen wir sowieso. Machen wir ruhig durch. Drei. Okay, und jetzt noch einen mit vier. Das wäre perfekt. Einfach rechts gehen. Genau. Und? Acht. Super, das reicht. Willst du die dann eben machen, die beiden Cobbles? Einfach alle vier zusammenziehen. Sugarcane Seeds. Glück gehabt. Du hast und oben, guck mal, was du noch alles drin hast. Potato Seeds und Kürbis. Alter, du Lacker. Wir haben was gegen die Enderman. Yep. Dann gib mir mal die Steine her, bevor du das jetzt falsch machst. Weil du komm mit rein. Du darfst sie nämlich nicht platzieren. So, zack, zack, zack. Zack, zack. So, zwei Steine. Und die alten Steine. Haben wir sechs Stück. Dann können wir jetzt endlich einen Ofen machen. Dann können wir uns endlich was braten. Dup, dup, dup. Sechs Stück und dann. Dup, 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 dup. So. Und es wird dunkel. Ja. Wo stehe ich das hin? Über. Boah, wo stehe ich das mal hin? Ist eigentlich egal, ne? Hier oben. Passt natürlich nicht, dann stellen wir es mal dahin. Da ist schick. Okay, jetzt müssen wir das befeuern, habe ich, glaube ich. War das, ne? Oder? Ich guck mal ins Buch. Ich mache mal die Tür zu. Ist das Ding fertig? Ah, wir wollten die Erde abbauen. Bevor hier wieder ein Enderman die wegklauen geht. Unsere wertvolle Erde. Und dann sollte ich mir vielleicht mal die Punkte markieren, wo die Erde immer hinkommt und nicht jedes Mal. Ah, gut, so geht's auch. Erstmal rein hier in die gute Stube. So. Batsch! Vor der Nase zugeknallt. Ja. Die Erde stecke ich mal eben hier hin. Wo ist das Buch? Da ist das Buch. Wir brauchen die Erde aber gleich. Weitere Erde. Für. Zum Anpflanzen. Ah, Mist. Kannst du den Ofen abbauen? Ich will nicht, dass er kaputt geht. Soll ich? Probier's. Es müsste eigentlich gehen, weil es ist Stein. Perfekt. Dann hast du es nämlich jetzt auch. Also können wir es jetzt vielleicht ab. Oder müssen wir es auch noch. Nee, wir können den Reward claimen. Genau. Ich nehme die zweite von rechts. Dann nehme ich die zweite von links. Okay. Und jetzt direkt den Back aufmachen. Okay, but not great. Wooden Fishing Rod. Usable Bait. Grasshopper Bait, Maggot Bait oder Bait Worm. Maggot Bait! Du kannst angeln! Ich habe zwei Nightfish. Okay. Damit kannst du angeln gehen. Oh. Weiblich, männlich. Männlein und Weiblein. Ja, ich weiß, die kann man schon mal paaren. Nimmst du mal die Angel hier? Die und den Maggot Bait. Damit kannst du jetzt angeln gehen. Juhu! Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen zusätzliche Nahrung, das wäre auch super. Und ich verbaue mal hier eben. Achso, das sind unterschiedliche. Das erklärt einiges. Was hat sich jetzt. Die Herzen tue ich natürlich auch hier rein. So. Die Quest ist fertig. Aber die müssen wir doch jetzt noch brennen, oder? Okay, wir können uns jetzt hier scheinbar tatsächlich auch noch einen Cobblestone-Generator machen. Das heißt, da brauchen wir nicht alles durchsieben und nicht die gute Erde für verschwenden. So, okay.
By melting cobble in a crucible over a heat source. Okay. Das heißt, wir müssen unten irgendwas zum Brennen reinpacken und oben einfach Cobblestone. Dann kriegen wir Lava raus. Allerdings müssen wir erst das Wasser bewegen, weil man mit den Clay Buckets nur einmal Lava bewegen kann. Weil es halt aus Lehm. Das zerbricht danach. Ja, du machst das schon. Ich mache das schon. Sie verstehen? Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Cut bei uns mit unseren schönen kleinen neuen Nightfish, was auch immer die sind. Ist eine Band, glaube ich, ne? Nightfish. Ach, gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute.